So, hallo, hier bin ich wieder, Toni Schleidersitz. Mit dem zweiten Teil des Colimiré Challenge, bestehend aus drei Rallyes. Wir sind im zweiten Teil in Kroatien. Sehr viel Felsen, sehr viel Steinmauern, sehr viel, wo man hängen bleiben kann. Hier muss man sehr genau seine Geschwindigkeiten einschätzen. Eher wenig bremsen. Es geht einfach, kann ziemlich flüssig durchfahren. Also es gibt wenig Stellen, außer hier halt natürlich diese S-Kurven, aber ansonsten fast keine Stellen, wo man wirklich langsam fahren muss. Man kann oft auch schneiden, nicht immer. Manchmal sind Felsen. Das sagt einem der Beifahrer aber eh ziemlich genau. Also ich bin ja großer Anhänger dieser historischen Fahrzeuge. Vielleicht kann sich noch wer an Rallye drauf erinnern. Dort 3 gibt es dann wieder mehr davon. Aber hier ist es eigentlich nur die Colin McRae Challenge mit den Ford Escort MK2. Ja, ich fahre übrigens am Schwierigkeitsgrad seriös. Da habe ich noch 3 Flashbacks, also 3 Rückblenden, wo ich beim Unfall noch alles ungeschehen machen lassen kann. Nicht wirklich für die schnellsten Fahrten relevant, weil da kann man es dann schon halbwegs. Aber das Üben, das Einfahren ist dadurch natürlich viel angenehmer. Und dieser Schwierigkeitsgrad ist keineswegs locker, wie auch diese Fahrt zeigt, wo ich dann schließlich Zweiter geworden bin. Da bin ich schon etwas zu schnell in dieser Kurve, aber Gott sei Dank haut es mich so raus, dass ich praktisch kaum Verluste habe, Zeitverluste habe. Da kann man wirklich total pressen, man glaubt es kaum, man fährt ganz nah bei den Felsen eigentlich. Man muss natürlich die Stellen kennen, die ein bisschen weniger an Tempo vertragen. Ich fahre auch hier wieder praktisch ohne Handbremse. Ich versuche die Spitzkehren einfach in der zweiten oder dritten durchzufahren. Da kommt man fast der andere Wagen in die Quere von der AI. Dankeschön fürs Zuschauen.